Alle zusammen für Stadt und Verein. Nur durch einen immensen und unverkennbaren Zusammenhalt ist das Erreichen von gemeinsamen Zielen innerhalb einer organisierten Fanstruktur möglich. Beginnend von großen optischen Aktionen wie Choreografien, die die mit zehntausenden Plätzen besetzten Kurven Deutschlands zum Leben erwecken und ohne die Manpower nicht ansatzweise umsetzbar wären. Genauso ist Zusammenhalt bei Repressionen oder sonstigen Vorkommnissen mit der Staatsmacht an oder abseits der Spieltagen gefragt und vonnöten. Kommt es beispielsweise zu Festnahmen infolge einer Aktion vor einem Spiel, ist es nicht selten der Fall, dass sich beinahe die gesamte Ultraszene mit den in Gewahrsam genommenen Personen solidarisiert und dem Stadion fernbleibt. Zudem ist es typisch, bei solch einschneidenden Geschehnissen die Zaunfahnen am Gäste- oder Heimblock verkehrt herum aufzuhängen, falls das Stadion betreten wird. Durch dieses Stilmittel kann man natürlich auch Druck auf die Beamten vor Ort ausüben, um mögliche Freilassungen zu beschleunigen. Auch beim eigenen Verein können die Ultras damit logischerweise eine gewisse Portion an Entscheidungsgewalt im Fall der Fälle zu ihren Gunsten einfordern. Kündigt eine Fanszene beispielsweise einen Boykott des eigenen Supports oder sogar den Verzicht auf Choreografien an, ist der Verein in der Regel oft bereit, über diverse Vorfälle aus der Vergangenheit in den Dialog gehen. Auch beim Thema Gewalt spielt der Zusammenhalt innerhalb einer Fanszene natürlich eine bedeutende Rolle. Macht sich am Ende nur eine Handvoll für die eigene Kurve gerade, während der Rest das Weite sucht und seine Jungs im Stich lässt, ist eine Szene demnach auch nur so stark wie sein schwächstes Glied. Jedoch ist dies eher selten der Fall, weil die Eigenschaft des Zusammenhaltes im Großteil aller Fangruppen tief verankert ist. Egal ob man Woche für Woche zusammen in Busbahn oder Auto zu den Spielen des eigenen Vereines fährt oder abseits der Stadien mal einen hebt. Gute und schlechte Zeiten werden gemeinsam Seite an Seite durchgestanden. Und damit wollen wir euch ins die neue Woche entlassen und wünschen euch logischerweise einen ereignisreichen Spieltag am kommenden Wochenende mit eurer Mannschaft. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.